Ja, Hallöchen. Also ich grüße nochmal die, die jetzt hinzugeschaltet haben. Ich bin der Klaus Weber. Viele kennen mich schon hier vom Trommeln und freut mich hier zu sein. Und ja, ich möchte ein bisschen über das berichten, was ich auch an unserem ersten internationalen Geistheilerkongress machen werde. Ich werde dort auch Musik machen. Und zwar nicht einfach nur Trommeln, sondern Trommeln sind ein Instrument, die Jahrtausende alt sind, und zur Steinzeit Alter möchte ich jetzt fast zurückgehen, gab es eigentlich keine Konversation und die Menschen haben sich nicht unterhalten können. Und die einzigste Möglichkeit war ein Powwow. Also man hat geklopft und gemacht und so etwas ausgedrückt und ja, man hat es verstanden. Später in den anderen Kulturen wie Maya, wie auch Schamanen, Indianern, war Trommeln sehr angesehen. Man hat nicht nur Botschaften auf Entfernungen von vielen, vielen Kilometern vermittelt, nein, man hat auch etwas damit ausgedrückt. Und wenn wir Kulturen einfach sehen von früher, die Feste gefeiert haben, und es gab immer zu gewissen Festen gewissen Rhythmen und eine gewisse Stärke der Trommel und gewisse Frequenzen. Das heißt, jede Trommel hat einen anderen Ton, wie ihr wisst. Und diese Töne sind ausschlaggebend. Sie wirken auf unseren Körper anhand von den Frequenzen und den Energien, die sie abgibt. Tja, so ist es eigentlich auch. Bin ich vor Jahren, also ich machte früher Musik mit tollen Bands, also auch mit dem Ex-Schlagzeuger von Kleine Tierschau und mit vielen anderen bekannten Musikern, mit dem Ex-Bassist von Söhne Mannheims, war schon auf ziemlich großen Bühnen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war eigentlich für mich nie erfüllend, weil es war eine Musik, die wurde vorgeschrieben und es ging einfach nur um Kommerz und da habe ich mich schlichtweg einfach getrennt von diesen Dingen und bin ins Bewusstsein gegangen und habe gemerkt, dass Trommel einfach mehr ist, wie einfach nur auf ein Fell draufzuschlagen. Und man kann mit Rhythmen das Herz ansprechen. Wisst ihr vielleicht, in manchen Kulturen bei Beerdigungen wird es praktiziert. Man freut sich, man trauert und diese Frequenzen wirken ganz immens auf unser Körpersystem. Das heißt, ich spreche manchmal Dinge an mit der Trommel, die ich von dem, der gegenüber mir sitzt, wahrnehme. Das ist die Voraussetzung bei mir, wenn ich gut Musik machen will. Die Menschen sollen nicht zuhören, sie sollen, und wenn es nur mit dem Finger ist, wippen. Und ich merke dann die Frequenz, so wie jetzt auch, wenn ihr zuschaut, ich spüre und merke die Frequenz und stelle mich auf diese Frequenz ein. Und dieser Kanal öffnet sich, und zwar öffnet sich sehr gut für alle, die daran teilhaben in dieser Runde. Und wir bekommen etwas ins Bewusstsein. Eine Ruhe, eine gewisse Liebe, eine gewisse Göttlichkeit. Und ich versuche auch mit den Trommeln zum Beispiel eine gewisse Heilung zu vollziehen. Das heißt, wenn ich gefrustet bin und ich trommel plötzlich, dann geht es mir gut. Wenn ich traurig bin und trommel, werde ich auch wieder lustig. Und so kann man einfach Dinge tun mit diesem tollen Musikinstrument der Trommel, die uns einfach Energien geben und Frequenzen, die wir einfach auch brauchen. Und ich kann es nicht mehr verstehen, wie man ohne diese Musikinstrumente leben kann. Wir haben heute mittlerweile auf jeder Bühne, auf jeder größeren Musikinstrumente, die sind völlig synthetisch. Das heißt, sie sind in keinster Weise mehr ansprechend für euch, in eurem eigenen Körpersystem, in eurer Seele. Und die Seele, die in euch ist, die Seele ist viele tausende Jahre alt und ihr tragt ein unheimliches Wissen in euch. Und diese Seelen erkennen Töne, die Seelen erkennen gewisse Takte und die Seelen erkennen das, was ich versuche rüberzubringen. Und wenn dies geschieht, seid ihr mit mir in einer gewissen Seelenverwandtschaft, in einer gewissen Kultur, die wir dann zusammen durchleben und ekstatisch, orgastisch eigentlich schon, kann man sagen, einfach mit durchlaufen dürft. Und ich stellte das erste Mal fest, letztes Jahr auf einem auch tollen Festival und ich bin dann von der Bühne einfach, ich wollte nicht auf die Bühne gehen, auf die große,
Und ich bin einfach auf die Wiese und wir sind runter an den Fluss gegangen, an den See und haben dort getrommelt. Und wir haben plötzlich gespürt, alle, die dabei waren, haben sich darauf eingelassen, das ist die Grundvoraussetzung, dass ihnen etwas geschenkt wird. Dass ihnen etwas geschenkt wird und ihre Seele, ihre gewisse Leben, die sie in sich tragen, aktiviert werden. Sie sagen Hallo, klopfen an bei dir und sagen Hallo, toll, dass du mich auch mal erkennst. Diese Trommelklänge, diese Frequenzen und Töne kenne ich doch. Das ist meine Kultur, mein Leben. Und so ist es eine tolle Sache, dies zu erleben, diese Öffnung. Das ist eine gewisse Öffnung von euch, die ihr erfahren werdet. Und ich mache das auch in kleineren Kreisen, weil es einfach wichtig ist, die Menschen auch dort kennenzulernen, die Zuhörer sind. Und jeder wird eine gewisse Öffnung seines Bewusstseins erleben und sich zumindest mit seinen Inneren und mit seinen Seelen und mit dem, was in ihm ist und lebt, für kurze Zeit unterhalten können. Und dieses schöne Geschenk möchte ich euch darbieten an einem Kongress. Es ist auch eine ganz neue Wissenschaft, die ich erarbeitet habe. Cheat hat mir da sehr, sehr viel dabei geholfen. Ich bin froh, hier auch im Sender zu sein. Und dies möchte ich weiter ausbauen mit euch, also auch Menschen weiter, wo dran teilhaben und auch später dran teilhaben, diese Rhythmen weiter in die Welt zu tragen, dieses Spannungsfeld, diese Energien weiter zu verbreiten, dass jeder Zugriff hat auf sein Inneres kennenlernt und seine Tränen losbekommt, die er vielleicht in Depression niemals schafft loszubekommen. Ich hatte vor 3 Monaten ein Konzert und da war das auch schon mal der Fall, dass Menschen geweint haben. Und dieses Loslassen, dieses Öffnen, dieses endlich sich selbst sein und sich zu verbinden mit dem, was in uns ist, das ist mit der Trommel sehr, sehr schön möglich und sehr gut. Und Trommel ist, wie gesagt, eines der einzigsten Instrumente der ganzen Welt, das einfach Kultur hat. Das heißt, jede Kultur hatte Trommeln. Jede Kultur kommunizierte mit Trommeln. Hochzeiten, Beerdigungen, sämtliche Festaktivitäten, wie auch alle anderen Zusammenkünfte, Geburt und so weiter, wurden mit der Trommel besiegelt, befeiert und befreit. Befreit im Inneren und einfach sich gehen lassen, sich spüren. Ja, und das möchte ich euch sagen, das ist die schönste Freude für mich dort, dies nicht als Experiment zu sehen, sondern als Geschenk, die Gabe, die mir verliehen ist, und euch weiterzutragen, dass auch ihr daran teilhabt und auch ihr selbst dies einfach mal probieren dürft. Wir werden schauen, dass wir ein paar Trommeln mitnehmen, dass ihr einfach auch in diesen Rhythmus mal einschwingen könnt. So würde ich mich tierisch freuen drauf, dass ihr recht zahlreich kommt, vorbeikommt, mitschwingt, mitmacht, mitsingt, mittanzt. Lasst euch gehen. Und schön, dass ihr mir zugehört habt für diesen kleinen Vortrag und dass ihr ein gewisses Verständnis bekommen habt für das, was ich euch vermitteln möchte.